1, 2, 3, 4. Oh, hier, 5. Ja, aber das ist halt so, ne? Wenn man auch selbstständig ist und so, hast du ja auch nie frei. Bist halt auch immer am Arbeiten. Das ist wie hier mit YouTube und Twitch und so. Da wäre auch nicht frei. Ich muss streamen. Na, eigentlich muss ich nicht, aber ich will. Ja, im November 50 Überstunden gesammelt. In einem Monat 50 Überstunden. Das ist... Puh. Das ist mehr als andere in einer Woche arbeiten. Ne? Also das ist schon... Also normalerweise arbeiten. Ja. Und 40 Stunden Woche. Ja, jetzt siehst du zum Beispiel, ich muss morgen auch früher anfangen. Ich habe einen Termin auf der Arbeit, wo was erledigt werden muss, wo ich hin muss. Und es hieß eigentlich, dafür dürfte ich dann früher gehen, weil ich bin ja auch schon früher da. Geht dann auch nicht, weil aktuell Krankheitsstand, weil irgendwie alles ausfällt auf der Arbeit und ja. Das bedeutet am Ende für mich, ja, Überstunden machen. Länger bleiben. Weil ist ja sonst keiner mehr da. Aber naja, halb so schlimm. Ich werde es überleben. Wie gesagt, und irgendwann kann ich mir frei nehmen davon. Und an diesem freien Tag werde ich dann den ganzen Tag streamen. Meinst du, du überlebst das? Ja, ich denke. Ich denke. Ich habe bald mein zweijähriges Affi-Jubiläum. Was ist Affi? Ich bin doch nicht gebildet, ich weiß das doch nicht. Ah. Affiliate. Oh. 2 Jahre schon. Huiuiui. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt, ne? Ah, ich muss nur die Dinger herstellen. Ich kann es vergessen. Wieso läuft das hier nicht mehr? Ist hier kaputt? Ist doch alles da. Spiel? Verarscht du mich wieder? Naja. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war denn das? Ich musste erst die Menge einstellen und dann musste ich die Farbe von den Steinen einstellen. Ne? Am 11.03.22 zu streamen angefangen, am 16. Sag mal, wie schnell kann man sein? Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Am 11.03.22 angefangen zu streamen und am 16.03.22 Affiliate geworden. Das ist sportlich. Also, puh.
mal kurz hier ein Happen essen. Ja, ich muss wieder ein bisschen auf meine ausgewogene Ernährung achten in dem Spiel hier. So, nehmen wir die gleich mal hier mit. Machen wir die auch schon mal weg. Ist hier wieder ein bisschen mehr Platz drin. Sehr schön. So kriege ich so langsam nach und nach meine Steine auch weggearbeitet, die ich ja hier anhäufe durch meinen Tunnel, den ich da baue. Ging ein wenig schnell, ja, das stimmt, ja. Und hab dann auch mal so schnell Emotes und so. Ja, das, selbst das hat ja bei mir, nachdem ich da schon gesehen habe, wie der Affiliate-Status langsam auf mich zukommt. Da hätte ich mich ja eigentlich schon mal drauf vorbereiten können, so von wegen Emotes etc. Keine Ahnung, ich hätte ja schon mal ein bisschen was machen können. Habe ich auch nicht auf die Kette gekriegt. Wie immer. So, schön, dass man das hier gleich hinschütten kann. So, es wird hier die große ich schaufel mich tot Aufnahme. Aber ist auch mal was Angenehmes am Morgen, ne, wenn es ruhig ist. Vor allem, wenn es mal ruhig ist, ne, als wenn ich mir immer so eine Hektik machen würde beim Spielen. Theoretisch könnte ich hier unten noch irgendwas Unerwünschtes verschwinden lassen, was ich nicht haben will. Also nichts, was irgendwie Umweltverschmutzung verursacht, aber irgendwas, was ich halt nicht benötige. Lass mich gerade auch nur dezent ablenken. Ja, aber ablenken lassen ist ja auch, ja. Ist ja normal. Also ist bei mir auch so, sobald ich irgendwas machen soll, dann fallen mir tausend andere Sachen ein, auf die ich mich jetzt konzentrieren könnte, außer das, was ich eigentlich machen sollte. Scheiße, ich hab's verkackt. Abbruch! Ich bin so ein Trottel. Ah, jetzt hat wieder voll viel verschwendet von denen. Na egal. Ich hab's falsch gemacht. Immerhin ist es mir noch aufgefallen. So. Ich muss noch das Ding hier einstellen. Da, dass ich den hellen Stein haben will. So. Gut. Derzeit kann ich mal was zu essen holen gehen. Am besten irgendwas mit Carbs und Vitaminen, ja, ein bisschen ausgleichen kann. Zum Beispiel sowas, was ich gerade auf der Tasche habe. Pilze? Nee, keine Pilze.
darf mir auch richtiges Essen gönnen. Wurde mir gesagt. Ich muss mich hier nicht immer von Pilzen und Beeren ernähren. Schade, dabei liebst du die doch so. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ungefähr so wie du Käse. Genau. Oh, wir haben einen Kühlschrank. Speicher. So. Jetzt muss ich gucken. Brot hat natürlich ultra viel Carb. Das auch. Da hätte ich Carb und Vitamine. Oh. Dann, was haben wir hier? Das hat auch Carb und Vitamine. Das hätte auch relativ viel Fett, aber auch Carb und so. Das hat hier Proteine und Fett. Ja, das reicht mir erstmal. Bin ich so gierig. Ich laufe gerne. Ins Alles komme ich wieder. Vielen Dank an die Köchin. Vielen, vielen Dank. So. Kann mir aber gerade noch mal so jetzt eh voll. Gut, dann kann ich mich jetzt gerade mal auf den Rückweg machen. Huch, man sollte auch gucken, wo man hinläuft, ne? Ich gucke hier so schön zu meiner Aufnahme rüber, ob da alles läuft und funktioniert und da sehe ich gar nicht mehr, wo ich hinlatsche. Also irgendwie wird es gerade nicht weniger mit der Arbeit. Ja, wenn man sich ablenken lässt, dann wird die auch nicht weniger im Normalfall. Ja, dann bleibt die meistens so, wie sie ist, bis man weitermacht. Oder es häuft sich noch mehr an. Das ist natürlich dann der schlechtere Fall. Mach ja nebenbei schon was. Für den Fall, dass sich hier dann wieder Leute wundern auf YouTube oder so, warum latschst du so viel, nimm eine Karre, fahr das da runter, mach das doch so. Nö, ich laufe gerne, das Thema hatte ich schon bei Factorio, warum ich das Auto nicht nehme. Ich laufe einfach gerne. Fragt mich nicht warum, ist einfach so. So, gut. Ja, doch, das könnte was werden hier, ne? Wenn ich das dann alles da weg habe, dann kann ich das hier auch schön anknüpfen. Dann muss ich eh noch ein bisschen breiter machen. Hier ist auch sehr schmal. Also die Dreierbreite für das Auto geht gerade so auf. Da darfst du aber auch nicht nach links oder rechts lenken. Da wird es da schon kritisch. Hier haben wir eine Viererbreite, die reicht aber auch noch nicht. Dann könnte ich hier noch ein Ding durchziehen. Dann mache ich hier noch zwei am besten. Ja. Weißt du, was eine Gazette ist? Nee. Kommst du wieder mit solchen Sachen? Um mich hier bloßzustellen.
ist denn eine Kassette? Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne eine Kassette. Ich kenne auch eine Zigarette. Aber was ist eine Kassette? Eine Gazelle? Jemand, der nicht schreiben kann und Gazelle schreiben wollte? Vielleicht. Ich brauche Feedback, ob das hier, ob das Menschen kennen. Und Toffi kannte nicht mal Kai. Gazette ist eine Zeitung oder eine Zeitschrift? Das habe ich noch nie gehört. Aber wer sagt denn sowas? Also Zeitung, Zeitschrift, ich kenne sogar das Wort Illustrierte und das benutzt auch kein Mensch mehr. Aber... Nee, Gazette habe ich noch nie gehört. Das ist mir wirklich fremd. Aber es gibt viele komische Wörter, wo man sich fragt, so, wer hat sich das denn ausgedacht? Und in welchem Jahrhundert wurde das denn gesagt? Das ist ein Lehnwort aus dem Französischen, welches wiederum im Italienischen Gazetta entspricht. Oh, oh Gott. Nee, das ist mir schon wieder zu hoch. Zeitung, Magazin, Zeitschrift. Wie gesagt, selbst Illustrierte kenne ich noch. Und das sagt heutzutage auch keiner mehr. Aber ansonsten... Wenn ich in den Laden gehe, wenn ich jetzt hier in den Edeka gehen würde und würde fragen, wo haben sie denn ihre Gazetten? Mit dem Arschtritt würden die mich aus dem Ding katapultieren, aus dem Edeka. Die würden bestimmt denken, ich habe die gerade beleidigt auf irgendeiner Sprache oder so. Oder irgendwas Versautes gesagt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall nicht die Antwort kriegen, die ich bräuchte. Wo haben Sie denn Ihre Pornokassetten? Oh mein Gott, ey. Das sind Wörter, die du da einbringen musst? Das ist fürchterlich. Ja, wenn es keine Sau kennt, dann ist es eher schlecht, das zu nehmen. Okay, ich kann ihr guten Gewissens sagen, ja, das kennt keine Sau. Also, wenn ich jetzt überlege, sämtliche Leute, die ich kenne, könnten das nicht zuordnen. Du wärst jetzt die Einzige, du hast mir jetzt gerade erklärt, was das ist. Ansonsten würde mir niemand einfallen, der das kennt. Und selbst du hast es ja auch gegoogelt, also... Das ist... Nee. Kannst nehmen, weil es im selben Satz noch erklärt wird. Okay. Also nimmt das jemand zum Klugscheißer. Um
jemand anderen zu sagen, guck mal, ich weiß, was das bedeutet. Ich glaube, das würde jetzt wirklich heute hier die komplette Aufnahme so gehen. Ich werde jetzt einfach hier ganz gemütlich den Weg verbessern, verschönern. Ja, dass das hier gemacht ist. Also auf Berufe und sowas kann ich mich hier eh nicht groß konzentrieren. Da macht es wenig Sinn. Ich mache halt mal irgendwas. Ich werde die 4 Punkte noch irgendwie verpulvern. Ansonsten mache ich hier erstmal alles schön. Und da kann ich gleich echt mal gucken, was ich da unten verschwinden lassen kann, ne? Also im Endeffekt nicht wirklich viel, weil wenn ich was hinschmeiß, was ich nicht benutze, habe ich das Problem, dass es als Müll angerechnet wird dann irgendwann, oder dass es halt Müll ist und das verursacht Umweltverschmutzung, weil ist halt Müll und so, ne? Einzige, was ich da unten sowas verstecken könnte, wären Steinblöcke oder so Sachen. Die verarbeite ich ja noch aktuell. Also. Warte mal. Das kann aber mal weg hier. Die werden hier nicht mehr benötigt. So. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, seine ordentliche Breite, damit kann ich arbeiten, damit kann ich umgehen. So, jetzt fehlen noch 3 Stück. Hole ich auch gleich mal. Dann habe ich das auch erledigt. Hier habe ich 5. Ja, Ryan, ich habe gesehen, der Supermarkt-Simulator hat ein Update bekommen. Aber ist, glaube ich, nichts Weltbewegendes dazugekommen, ne? Ich habe es gerade eben gesehen, als ich Steam geöffnet habe. Aber ich glaube, es ist nichts, was das Spiel irgendwie. Das Lager-Update kam. Aber es ist nichts, was das Spiel irgendwie grundlegend jetzt nochmal verändert, dass ich sage, okay, da habe ich die nächsten 10 Folgen drin, ne? Das ist einfach nur ein Lagerraum, glaube ich, der dazugekommen ist, ne? Das am besten. Man kann das gerade Lager upgraden und Regale dafür kaufen, aber ich lieb's. Ja, ich warte glaube ich noch 1, 2 Updates ab und dann mache ich da auch weiter. Mal die Dinger kann ich eigentlich mal mit. Was mache ich mir die da hin? Ich bin auch so ein. Bin doch der Held hier. So, ich kann mir die eigentlich mal da reinschmeißen. Das kann ich da auch mal reinschmeißen. Was ist hier eigentlich für eine engagierte Musik, die da im Hintergrund läuft?
Spiel ist irgendwann für mich ist nochmal was anderes. Ja, klar. Klar, wenn man Sachen privat spielt, ist es was anderes. Das habe ich gestern hier auch. Ich habe hier gestern, war ich mit den anderen hier auf dem Server und haben uns so einfach unterhalten und halt ohne Aufnahmen und so. Und das war alles ganz entspannt. Und ich habe einfach hier stundenlang Tunnel gegraben. Ich habe nichts anderes gemacht. Aber das geht dann auch. Das ist dann okay. Für die Aufnahme ist es dann halt ein bisschen langweilig. Wenn du dann nicht noch irgendwie was zu erzählen hast, ist immer schwierig. Ich esse die mal. So, sind die auch weg. Guck mal, mein Vitaminhaushalt kann ja mal ein bisschen hier hochpimpen. So. Habe ich gesehen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Hast du mich beobachtet? Heimlich? Achso, dass wir im Discord waren. Immer. Shit, die Kamera war bestimmt an. Kann ich wahr?